Manche Geschichten müssen einfach immer und immer wieder erzählt werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Diese Geschichte erzählt uns Winnetou, der Häuptling der Apachen. Früher einmal bedeckte unser Volk den Boden dieser Erde wie die Wellen des Meeres einen muschelübersäten Strand. Doch heute ist unser Volk wie ein kahler Baum, dessen Äste vertrocknet sind. Denn eines Tages kamen weiße Männer in unser Land, die bereit waren, uns das Leben zu nehmen, weil sie etwas entdeckt hatten, das ihre Sinne verwirrte. Gold. Wer hat mich denn vor Jeanette beleidigt, um mich auszustechen, hä? Ich bring dich um, Cliff! Tokwikawa, mein Vater. Bald werden wir uns wiedersehen.